Da bin ich wieder, meine lieben Liebenden, und wir schauen gleich in die Karten und gucken, was sie uns zum Vollmond im Schützen verraten. Ja, der Vollmond im Schütze, das ist eine tatsächlich sehr, sehr energiereiche Zeit. Der Schütze ist ja die Mäßigkeit im Tarot. Es geht um Ausgleich, es geht um Führung übernehmen. Wir haben ja auch die 1 und die 4 in dieser Nummer drin. 1 ist halt wirklich Pionierarbeit, Führung übernehmen. Alpha-Energie, ja, den Raum beherrschen und nicht die Zeit. Warum eigentlich den Raum beherrschen und nicht die Zeit? Weil, wenn du dein Leben mit den Dingen ausfüllst, die dir wichtig sind und dementsprechend auch den Fokus darauf legst, auf die Dinge, die wichtig für dich sind, ist es völlig egal, wann letztendlich dieses Resultat eintrifft. Ja, weil Fülle ist keine Zeit. Zeit bringt keine Fülle. Ja, deswegen Pionierarbeit schaffen. Ja, und die 4 ist halt wirklich Grundlagen schaffen, Fortschritte machen, zurück in die Kraft kommen, Stabilität. Und deswegen stehen die Sterne aktuell besonders günstig, um sich von alten Beschränkungen zu befreien und neue Horizonte zu entdecken. Ja, es ist eine Zeit des Wachstums, der Erweiterung, sowohl auf spiritueller als auch auf beruflicher Ebene. Und wenn wir mal die 1 und die 4 kombinieren, dann kommen wir auf die 5, ja. Veränderungen, Verlust, aber auch Freiheit. Und oftmals kommt eine gewisse Freiheit auch erst mit dem Verlust. Zum Beispiel von alten Denkweisen, Verhaltensmustern, eigenen toxischen Dingen, die wir uns selber tun, mit denen wir uns selber vergiften, aber natürlich auch das Aussortieren von Menschen, die uns vergiften, die uns nicht dienlich sind. Und deswegen ist es besonders in dieser Phase wichtig, offen für Veränderungen zu sein, auch den Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten. Ja, spirituell gesehen bietet der Vollmond im Schützen die Möglichkeit, auf die Suche nach der eigenen Wahrheit zu begeben und ja, seine eigenen Überzeugungen damit auch zu überdenken. Also beruflich können sich jetzt besonders in der kommenden Zeit neue Chancen auftun, besonders im Bereich des Reisens, der Bildung. Ja, oder auch der Kommunikation. Und es ist natürlich auch ratsam, diese Möglichkeiten dann dementsprechend zu ergreifen, um sein volles Potenzial auch ausschöpfen zu können. Finanziell könnte dieser Vollmond durchaus positive Veränderungen mit sich bringen, vor allem wenn man sich auf seine Intuition verlässt und auch bereit ist, Risiken einzugehen. Es ist jedoch wichtig, nicht übermütig zu werden, sondern seine eigenen finanziellen Angelegenheiten sorgfältig zu prüfen. Ja, wie ich auch heute Morgen in der ungeschminkten Wahrheit gesagt habe, wir sind verantwortlich und wir müssen auch Verantwortung nehmen für unsere Entscheidungen. Und wenn die Resultate eben nicht gefallen, müssen wir natürlich mit der Konsequenz auch leben. Ja, entweder weil wir eben finanzielle Fehlentscheidungen dann dementsprechend erstmal ableisten müssen, aber auch daraus zu lernen, ist letztendlich Verantwortungsbewusstsein, um diese Fehlentscheidung nicht nochmal im Leben zu tätigen. In der Liebe könnte der Vollmond im Schützen Leidenschaft und Abenteuerlust entfachen. Es ist wichtig, auch da ehrlich zu seinen Gefühlen zu stehen und auch offen für neue Begegnungen zu sein. Und negative Einflüsse könnten Unstimmigkeiten mit sich bringen aufgrund von Übermut oder auch Unbesonnenheit. Also auch da ist es wichtig, in der Balance zu bleiben. Achte daher immer auf deine Impulse und handle auch da mit Bedacht. Insgesamt aber verspricht der Vollmond im Schützen eine Zeit des Aufbruchs und der Chancen. Nutze gerne diese Energie, um deine Ziele zu verfolgen und um dein Leben in Einklang mit deiner wahren Bestimmung mitzubringen. Und darum geht es ja auch letztendlich, ne? Die Mäßigkeit, das Idealistische, das Ungeduldige, das Humorvolle, das großzügige Zeichen. Und numerologisch betrachtet ist es einfach auch der Wandel. Der Wandel und auch das Aufzeigen von den Optionen, die letztendlich möglich sind. Also viele neue Türen, die sich hier für den einen oder anderen öffnen könnten, jetzt in dieser Vollmondenergie. Wir schauen jetzt vom Schützenvollmond zum Steinbock-Vollmond, also die kommenden 4 Wochen, uns einmal energetisch ein bisschen an und gucken mal, was jetzt so in den Ausgleich gebracht werden darf, wo es vielleicht auch zur Versöhnung kommt in dir, mit dir, ja, dass du dir selber vergibst, verzeihst, deiner Vergangenheit verzeihst
dir natürlich auch bewusst wirst, letztendlich, ne, wir haben ja als nächstes Steinbock-Teufel-Energie, ne? Welche Schattenthemen sind da noch präsent? Was darf jetzt so langsam aus der Versenkung auch hochgeholt werden? Welche Dinge hast du verdrängt, hast vielleicht schön geredet? Und ja, aber auch um welche Abhängigkeiten geht es letztendlich. Und ja, die Mäßigkeit ist halt auch immer der Hinweis, hier möchte einfach Einklang entstehen, Harmonie, innerer Frieden, ne? Ruhige Achtsamkeit, bewusstes Maß halten, nicht über die Stränge schlagen, emotional sowie aber auch im Materiellen. Ja, also es das heißt auch ein bisschen, wie gesagt, finanzielle Angelegenheiten überdenken. Muss der Kauf jetzt wirklich sein? Brauchst du wirklich dieses Paar Schuhe? Oder wäre es gut, das Geld nicht doch beiseite zu packen? Auch das sind solche Energien, die jetzt in den kommenden 4 Wochen eine Rolle spielen könnten. Genauso aber auch in Liebesangelegenheiten. Suchtest du jetzt nach einer Verbindung? Einfach weil du eine Leere in dir füllen möchtest, weil du denkst, das ist genau das, was mir inneren Frieden beschert. Oder ist es aus deinem Freien heraus, weil du in dir erfüllt bist? Ja, also durchaus sehr, sehr spannende Energien jetzt in den kommenden 4 Wochen. Und ja, wir schauen einfach mal, was die Karten so verraten. Wie immer gilt natürlich bei jeder öffentlichen Legung, du kannst dich hier wiederfinden oder auch eine Person hier drin wiederfinden, mit der du sehr eng zu tun hast gerade oder die dich energetisch beschäftigt. Es kann aber auch sein, dass du dich hier gar nicht wiederfindest und das ist völlig in Ordnung. Ja? Okay. Wir starten mit den Karten. Alle Infos auch wie immer. Ich weiß, ihr kennt das schon in der Infobox. Ich nehme heute das Shadowscape Tarot. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr verwendet. Und es ist ein wunderschönes Kartendeck. Und ich weiß noch, ich habe die Erstellerin persönlich per Mail angeschrieben, ob ich das Deck auch öffentlich benutzen darf. Ich weiß noch, ich war ganz, ganz aufgeregt und freute mich wirklich wie ein kleines Kind, als ich die Nachricht bekam. Natürlich darfst du das. Und weil ich das hatte, weil das war noch eins Deck, die hatte ich Decks, die hatte ich aus blauem Dunst herausgekauft. Und bis mir dann einfiel, ach scheiße, Cheyenne, du musst ja überhaupt fragen, ob du es öffentlich benutzen darfst. Ne? Ja, so ist das. Okay, wir starten mit einer Grundenergie wie gewohnt und gucken mal, was so kommt. Liebes Universum, was ist denn jetzt so wichtig vom Schützenvollmond bis zum Steinbockvollmond? Was ist hier für den einen oder anderen wichtig? Ja, Bewusstseinserweiterung, der Park. Der Park steht für die Öffentlichkeit, steht für das Bewusstwerden. Dinge kommen ans Tageslicht. Allerdings natürlich auch für Treffen, für öffentliche Treffen, für Bekanntmachungen, ja, etwas, was in dir schlummert, was jetzt in die Öffentlichkeit, also quasi geboren werden darf. Es wird groß gefeiert, zelebriert. Die neue Idee ist da. Auch das kann es sein, weil du einfach hundertprozentig hinter der Angelegenheit stehst. Wir schauen mal, was das Tarot nachher dazu sagt. Was kriegen wir denn noch? Die Feder. Ja. Leichte Kommunikation. Übrigens liegen meine Tiger hier gerade noch in ihrem einen Kratzbäumchen, Bettchen und wie Yin und Yang. Sehr, sehr schön. Vielleicht blende ich gleich nochmal ein Foto ein oder poste es nachher in die Community. Die Feder ist etwas Leichtes, etwas Unbeschwertes und kann, wie gesagt, für leichte Verträge stehen, für leichte Kommunikation stehen, für Dinge, die aber letztendlich auch festsetzen. Ja, wir haben die Lilien, Harmonie, ja. Vielleicht wird es auch noch mal ein bisschen frostig, ne, Winterenergie. Wir haben den Sarg, das Loslassen, Transformieren, vielleicht auch ein kleiner Schockmoment. Vielleicht geht es auch um Klatsch und Tratsch, ne? Auch das ist so eine Energie dieser Karte. Viel Gerede, keine Handlung. Dann haben wir dich hier. Ja, als Zuschauer bist du die Dame, auch wenn du männlich bist. Und das Gegenüber, auch wenn es weiblich ist, ist der Herr. Es sei denn, wie gesagt, die Energien sind vertauscht. Ne? Dann legst du dir bitte um. Wir haben Entscheidungen, die getroffen werden wollen mit den Wegen. Und wir haben das Herz. Herzvisionen, Feuer, Energie, Leidenschaft. Ja. Wir schauen mal, wohin die Reise geht. Wir klären das Ganze wie gewohnt mit dem Tarot. Okay.
Liebes Universum, was kriegen wir denn hier zum Park? Was wird hier bewusst? Was wird jetzt öffentlich gemacht? Oder gibt es hier sogar ein Treffen? Ja, Isolation. Der Eremit. Rückzug aus dem Leben, Einsamkeit, Entbehrung und die ewige Suche nach der Heilung ist hier angezeigt. Starre Verhaltensmuster, Selbsttäuschung, aber auch Unwissenheit. Nachlässigkeit ebenfalls, auch für sich selbst. Ja, man fühlt sich wie ein Außenseiter, das sagt der Eremit. Letztendlich ist es so, Heilung passiert immer im Moment. Heilung passiert zu jeder Zeit. Heilung passiert nicht, wenn du dich einigelst. Du brauchst die Trigger von außen. Das heißt, man muss sich zwangsläufig tatsächlich auch nach außen begeben, sich in die Menschen, in die Menschheit, in die Gemeinschaft hineinbegeben, um getriggert zu werden, um auch positive Erfahrungen wieder zu sammeln. Ich nehme da gerne auch immer mich selbst als eigenes Beispiel. Ich hatte eine Zeit lang ganz, ganz heftige Probleme mit Sozialphobie. Ich hatte auch unter Angststörungen gelitten, Panikattacken. Ich konnte mich nicht mehr in Menschenmassen bewegen. Was ist das beste Mittel, um seinem verdammten Kopf zu zeigen, es passiert nichts Schlimmes, indem man sich mit dieser Thematik konfrontiert? Ich habe es die ersten Male nicht geschafft. Wir hatten hier das neue Kaufhaus, das Theo, wo ich immer einkaufen gehe, mittlerweile völlig total gerne. Und damals war es so, dieses Kaufhaus hat neu geöffnet gehabt und wir hatten gegenüber noch so eine Rewe. Da war ich vorher immer einkaufen, bevor das Theo neu gebaut wurde. Und bin dann in der Zwischenzeit immer 2, 3 Kilometer weitergefahren zu einem anderen Geschäft und habe dort erstmal meine Lebensmittel eingekauft. Irgendwann kam aber der Moment, ich brauchte wirklich nur irgendwie Brot oder Brot und Käse oder irgendwie sowas. So Brot hätte ich zur Not noch beim Bäcker kaufen können, aber so Käse, ich bin ein totaler Käse-Junkie, hätte ich dann nicht kaufen können. Also musste ich mir überlegen, entweder ich fahre jetzt extra 2, 3 Kilometer für eine Packung Käse zum anderen Geschäft oder ich stelle mich dem und gehe da rein. Ja gut, ich bin reingegangen, ich bin aber auch wieder rausgegangen. Ne, sagen wir es mal so, ich habe es da nicht geschafft. War aber okay für mich. Das positive Erlebnis an dem Tag, trotz meines Rückschlags, war einfach die Tatsache, es ist ja nichts passiert. Meine Angst war einfach nur größer. Ich habe es mir eingestanden, ist alles tutti frutti. Bin dann halt doch woanders hingefahren, um Käse zu kaufen. 1, 2 Wochen später, wieder gleiche Situation. Ich brauchte eigentlich nur eine Kleinigkeit und wollte dafür nicht extra weiterfahren. Und es war Winterenergie, das weiß ich noch. Winter, es war wirklich Winter, also fast Winter. Ich glaube, es war November, Mitte, Ende November. Bin ich wieder erneut rein in dieses Einkaufszentrum und ich muss wirklich erstmal den ganzen Weg durchgehen durch dieses Einkaufszentrum, um zum Edeka zu kommen. Ich lieg derweil schon mal weiter. Und ich stand wirklich an diesen Flügeltüren beim Edeka. Na, Mr. Plüsch. Und mir war so heiß. Ich hatte Schweißausbruch Deluxe im Winter. Mir kribbelte alles. Ich habe das Gefühl gehabt, ich falle gleich in Ohnmacht. Und dann habe ich aber wirklich mit dem Fuß einmal, während ich in diesen Schranken oder kurz vor diesen Schranken stand, kurz auf den Boden aufgetreten, habe mir so ein bisschen den Schal vom Hals gelockert, um dieses enge Gefühl loszuwerden. Und ja, da habe ich gesagt, du gehst jetzt durch diese Schranken durch. Verdammte Scheiße nochmal. Also im wahrsten Sinne des Wortes, so stand ich da. Hat dann mir irgendwas in den Bart genuschelt. Mir war das auch in dem Moment völlig egal, wer da um mich herum war. Und dann stand ich erstmal in dieser, ja, Gemüse-Obst-Abteilung und hatte wirklich die Panik meines Lebens. Und bin wirklich schnurstracks, ich wollte es gar nicht, zur Fleischtheke. Und habe gesagt, und habe mit der Verkäuferin gesprochen und habe gesagt, hier, ich möchte bitte 500 Gramm Putenfleisch haben, Putenschnitzel haben. Weil alleine dieser kurze Moment der Ablenkung hat mich so dermaßen runtergebracht. Und Ablenkung ist tatsächlich ein sehr gutes Mittel. Ja, also man sollte nicht meinen, dass man mit einer Person, die eine Panikattacke hat, nicht reden sollte. Es ist natürlich auch der eigene Wille der Person entscheidend.
inwiefern sie das eben auch zulässt, diese Kommunikation. Für mich war das immer ein sehr gutes Mittel, um wieder runterzukommen. Und nach diesem Fleischbesorgen an der Fleischtheke war ich so entspannt, dass ich wirklich ungelogen locker 5 Minuten durch diesen Laden schlendern konnte. Ich habe mir nicht alles angeguckt an diesem Tag. Und bis zu dem Moment, wo ich raus war aus diesem Geschäft, also Kasse durch, war ich wirklich entspannt, bin dann aber natürlich erstmal schnurstracks wieder Richtung Ausgang gegangen. Das war aber so ein positives Erlebnis, weil es ist nichts Schlimmes passiert, dass mein Kopf direkt einen Schalter umgelegt hat. Und ich bin dann ein paar Tage später wieder rein. Klar, es war noch ein bisschen mulmig, aus Angst davor, weil einfach in solchen Situationen Panikattacken entstanden sind. Aber es ist nichts passiert. Und das ist so diese Schritt für Schritt Umprogrammierung deines Körpers durch diese kleinen Erfolgserlebnisse. Das mag jetzt für einen Menschen total banal klingen, der damit nichts zu tun hat, der damit noch nie irgendwie eine Belastung hatte. Ja, aber wir brauchen tatsächlich diese Einflüsse von außen, um uns selbst zu reprogrammieren. Ja, um uns wieder in den Urzustand zurückzubringen. Und deswegen ist diese ewige Suche nach Heilung in seinem eigenen kleinen stillen Kämmerchen nicht gut. Weil dadurch passiert keine Heilung, zumindest nicht, wenn es um Thematiken geht, die im Zwischenmenschlichen stehen. Ja, wie zum Beispiel Angst vor Menschenmassen. Ja, wir haben hier die zwei der Schwerter. Hier ist ein Scheideweg gekennzeichnet. Zwei der Schwerter ist Unentschlossenheit und auch Energieverschwendung. Und das ist es auch, wenn man sich einkerchert. Man verschwendet wirklich Energie. Und zwei der Schwerter ist auch die Verleugnung der Realität. Man versucht, eine Wahl zu erzwingen. Und das zeigt einfach auch letztendlich diese beunruhigenden Umstände. Hier werden die Emotionen unterdrückt. Und hier darfst du dir aber auch, und das sagen die zwei der Schwerter auch, dir Unbewusstes bewusst machen. Das heißt, hier möchte etwas herauskommen. Das heißt aber auch, dass du wieder aus dir herauskommen kannst mit dieser Energie. Ja. Suche nicht nach Heilung, die Heilung findet dich eh. Sechs der Stäbe. Ja, irgendwas möchte dich hier auf jeden Fall rauslocken, denn hier ist Führung angezeigt. Hier sind auch tolle Nachrichten angezeigt und damit auch neue Hoffnung. Ein Kuscheltiger kommt angerannt und sagt, hey, komm, ne, zack, es ist mal wieder Zeit, vor die Tür zu gehen. Ne? Ja, bist müde, ne? Jo, Bibi. Ja, dem kleinen Stinker ist es momentan auch ein bisschen zu warm. Er hat sich heute Morgen einmal kurz rangekuschelt, als ich wach geworden bin. Und ja, er war halt eine lebende Heizung. Ne? Also ich war ihm auch nicht böse, dass er dann doch wieder die Fliege gemacht hat. Und ja, Mr. Finsterflausch, der hier gerade noch den vollen Platz im Bettchen einnimmt, er hat es vorhin tatsächlich eine Minute auf meinem Schoß ausgehalten, ohne wegzugehen. Wir machen Fortschritte. Ja, wir bauen ganz, ganz zart Vertrauen auf. So, zurück zur Legung. Dann schieben wir das mal hier so ein bisschen beiseite. Aber diese Energie brauchen wir auch eigentlich gar nicht, ne? Also legst dich da schon ganz gut drüber, mein Schatz. Und wir gucken mal weiter. Also, tolle Nachrichten zeigen sich. Allerdings, allerdings stehen die sechs der Stäbe auch dafür, dass du andere inspirierst, und zwar höchstwahrscheinlich in Zukunft mit deinem Kampf raus, aus was auch immer du dich rauskämpfen musst. Ja, wir haben jetzt hier die zwei der Kelche, die Karte der Dualität. Die Mäßigkeit, also Schütze-Energie, steht ja auch für Dualität und Verschmelzung. Ja, die goldene Mitte finden, wieder in die Zielstrebigkeit zurückfinden, also neuen Fokus finden. Und die zwei der Kelche kann eben einfach für eine wichtige Begegnung in deinem Leben stehen, für wichtige Kommunikation, für eine wichtige Vereinigung, Freundschaft. Ja, wo es letztendlich auch darum geht, ja, wieder in die Herzensentscheidungsenergie zurückzufinden.
Und das darf hier leicht sein. Das wird auch leicht sein. Wir schauen mal weiter. Die hängt hier auf 7:30. Irgendwas sagt mir, ich soll sie nehmen. Ich lasse sie erstmal so liegen. Die Hohepriesterin. Die 2. 2:2. Ja. Die Hohepriesterin steht für die Dualität. Im Innen und im Außen. Kopf und Herz. Alles ist im Einklang. Es geht darum, um das Versteckte, um das Offenbarte. Und die Hohepriesterin, sie ist eigentlich ein Mensch, der sehr stark von ihrem Instinkt abhängig ist. Das heißt, sich von ihrem Instinkt leiten lässt, von ihrer Intuition leiten lässt. Sie hat ein ruhiges und tiefes Wissen. Und dieses ruhige und tiefe Wissen sollte man jetzt nicht unbedingt der Menschheit vorenthalten, genau so rum ist es richtig, sondern sich auch mit seinen Träumen und Visionen auseinandersetzen und ja, hier auch wirklich in die Erleuchtung gehen. Also irgendetwas liegt hier in den kommenden 4 Wochen auf dem Tisch. Entweder es geht tatsächlich um eine neue Liebesbeziehung, vielleicht sogar aber auch um berufliche, finanzielle Veränderungen, die einfach mit einem frischen Schwung deinerseits und Einklang, ja, auch in die Vollendung gebracht werden können. Ja, wie gesagt, wir haben als nächstes Steinbock-Vollmond, ne, der Teufel. Und wenn wir allein mal den Steinbock angucken, fleißig, ehrgeizig, engagiert, ne, übernimmt Verantwortung und steht natürlich auch für Harmonie und muss natürlich auch für seine eigene Harmonie Verantwortung übernehmen. Ist das so gefühlt ein bisschen Vorbereitungszeit, damit das, was auch immer. Oh, Katzen sind so süß, wenn die Zunge rausdenkt. Na, jetzt war ich gerade dezent ein bisschen abgelenkt. jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, dann war es nicht wichtig. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach Gott. Also Vorbereitungszeit für den nächsten kommenden Vollmondzyklus. Was fällt dann oben drauf? Die 6 der Münzen. Und ich liebe diese Karte in diesem Deck, weil sie es eigentlich auch anzeigt. Das, was du in deine Angelegenheiten reininvestierst, in deine finanziellen Angelegenheiten, das wächst und gedeiht mit deiner Zuwendung. Wir reden hier nicht vom Zwischenmenschlichen, ja, sondern es geht hier um deine finanziellen Angelegenheiten, deine Projekte, deine Hobbys. Es muss nicht nur unbedingt um die Finanzen gehen, ja, sondern das, was du, egal in welche Angelegenheit, die dich selbst betrifft, was dein persönliches Wachstum betrifft, wenn du da genügend rein investierst, dann wird es Früchte tragen. Deswegen ist es wichtig, Zielstrebigkeit zu haben. Natürlich können die 6 der Münzen auch für Geschäftsabschlüsse stehen, fürs Zwischenmenschliche, das Geben und das Nehmen. Ja, aber auch das ist, muss, nicht nur das ist, sondern das muss auch in Balance gehalten werden. Wie zum Beispiel, du gehst einen Arbeitsvertrag ein und oder einen Geschäftsabschluss, ja, da kommt ein neues Projekt rein, du hast einen neuen Kunden, wie auch immer, der muss natürlich auch eine Gegenleistung bringen. Klar, aber du musst ja auch was dafür bringen. Also es sollte in Balance bleiben. Nur dann kann hier wirklich langfristig auch eine Entspannung reinkommen. Stabilität, Zuwachs. Ja, hier verändern sich bereits die Umstände. Und hier ist auch wieder dieses Zurückkommen in die Dankbarkeit. Dankbar sein für die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Auch wenn es vielleicht im Moment nicht viel ist, aber aus diesem kleinen bisschen kann viel gemacht werden. Das Einzige, was man dafür nutzen muss, ist es, seinen Stolz zu überwinden, seine Sturheit zu überwinden, seinen falschen Stolz wohl bemerkt. Ja? Du darfst stolz auf dich sein, aber nicht falschen Stolz und Trotz nutzen, um nicht vorwärts zu gehen und immer zu sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Ja, ich habe keine Ideen. Ja, weil du mit der falschen Energie dran bist, vielleicht. Ja, und da kann nämlich auch jemand im Außen unglaublich hilfreich sein, der vielleicht deine Talente, deine Fähigkeiten vielleicht sogar besser kennt als du, ja, und dir sagen kann, hey, weil hier ist auch die Hilfe von anderen angezeigt, hey, du kannst doch zum Beispiel unglaublich gut zeichnen. Warum nutzt du diese Kreativität nicht, um
langfristig daraus eine Fülle zu ziehen. Entweder weil du für jemanden arbeitest und zeichnest und deine Dienste anbietest, weil du selber für dich etwas zeichnest, gestaltest und daraus ein Produkt machst und das verkaufst, ja, dein Motiv auf dem T-Shirt, whatever, ja. Ach, guck mal, Schnacks vom Sheet ist nicht weed, ne, der Teufel. Welche Schattenthematiken, Fehler, Abhängigkeiten, Süchte, toxische Beziehungen, toxische Verhaltensweisen dürfen hier gelöst werden? Was hält dich persönlich davon ab, deinen eigenen Wunsch zu erfüllen? Den Ehrgeiz, den Fleiß, das Engagement zu investieren, um dir diesen Wunsch zu erfüllen? Das ist eine ganz große Frage dieser Eingangsenergie jetzt, ne, mit den Karten, die unter Mr. Plüsch liegen. Was hält dich davon ab? Wenn du jetzt sagst, dir fehlen die finanziellen Mittel, dann solltest du vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Recherche betreiben, denn man kann auch mit ganz kleinen wenig Dingen anfangen, Geschäfte zu machen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich zum Beispiel angefangen bin, mit einem Kartendeck, ich habe vielleicht 50 Euro in meine ersten Decks investiert. Ich habe natürlich, als ich angefangen hatte, meine eigenen Decks zu investieren, deutlich mehr investiert. Allerdings hatte ich da ja auch schon ein bisschen was erwirtschaftet, sodass ich das reinvestieren konnte. Aber mit ganz vielen Dingen kann man mit ganz wenig anfangen. Du möchtest ein Motiv auf dein T-Shirt machen. Es gibt Shops online, da kann man sein Motiv hochladen und die regeln den Rest. Zum Beispiel, es gibt Lösungen. Man muss sich nur umschauen. Man muss tatsächlich, so blöd es klingt, ein bisschen Recherche betreiben. Nichts fällt vom Himmel, aber es ist immer genügend da. Ich habe so ein unglaublich schönes Orakelkartendeck, das darf ich leider auch nicht öffentlich benutzen. Oracle of the Fairies heißt das. Und da steht auch drin, und ich finde diesen Spruch so unglaublich gut, Fülle ist für jeden da. Und das ist es auch so, man muss sie sich nur holen. Ja, und dieses Holen erfordert natürlich auch Fortschritte. So, genug geredet, wir gucken weiter. Harmonie mit der Gemeinschaft, Harmonie in dir. Die Welt, ein Abschluss. Die Welt, Ende von Karma. Die Welt, auch der Hinweis auf die geistige Heimat, Harmonie, erfolgreiche Leistung, das Happy End. Die Welt steht für Veränderung, sie ist dem Saturn zugeordnet. Sie steht für Reflexion, für die Grenzen, für das Bewusstsein von Grenzen. Natürlich auch dafür, dass Grenzen gesprengt werden können. Hier ist erstmal eine Grenze entstanden mit dem Vollenden dieser Reise. Ja? Ein Ende, eine Begrenzung. Natürlich ist diese Begrenzung immer nur temporär, weil wenn wir uns weiterentwickeln, entscheiden wir, setzen wir die Grenze weiter ran oder setzen wir sie weiter weg oder reißen wir sie komplett runter und machen komplett neue Begrenzungen. Hier findet ein Paradigmenwechsel statt und das sorgt auch für die innere Harmonie in den kommenden 4 Wochen. Ja, dass Harmonie in dir eine Grundenergie wird. Dass du dir bewusst wirst, es gibt Licht, es gibt Schatten, ja. Reflexion, 4 der Kelche. Und es gibt Positives und es gibt Negatives. Die Balance ist letztendlich entscheidend. Und wir selber sind natürlich immer unser Glücksschmied. 4 der Kelche, hier wird nochmal reflektiert. 4 der Kelche ist auch immer dieser Hinweis auf emotionale Taubheit. Wann hast du vielleicht auch aufgehört, auf deine Emotionen zu hören? Deinen Emotionen zu vertrauen, deine Emotionen zu leben. War es ein Mensch? War es eine Angelegenheit? Was hat dich emotional abstumpfen lassen und dafür gesorgt, dass du dein Wasser verschlossen hast, deinen Kelch verschlossen hast? Und jetzt hast du vielleicht auch Angst, diesen Kelch, diesen verschlossenen Kelch zu öffnen, weil du weißt nicht, was erwartet dich da, wenn du dir diesen Kelch anschaust. Ist der mittlerweile mit Algen besetzt? Ist da überhaupt noch Wasser drin? Ja, wie sieht das Ganze aus? Und alleine diese Angst vor dem Öffnen des eigenen Kelches ist manchmal schon so
dramatisch für viele Menschen, dass sie den Kelch immer für immer verschlossen lassen. Ja, ja, nicht mehr reingucken. Dabei wäre es so einfach, den Kelch zu öffnen, auch wenn es stinkt, und ihn einfach zu reinigen. Oder zu entsorgen und sich einen neuen Kelch zu holen. Wie auch immer man das machen möchte, es gibt Optionen. Mhm. Der Herrscher. Erwachsen werden. Der Herrscher steht für das Strukturierte, für das Rationale, für das Autoritäre, für das Selbstschützende, für Kontrolle und Koordination, für jemanden, der sehr zuversichtlich ist, sehr zuverlässig ist, jemand, der unglaublich gut Dinge organisieren kann. Der Herrscher steht aber auch für Energie und für Anfänge, für Sturköpfigkeit, wenn es darum geht, sich und seine eigenen Interessen durchzusetzen, natürlich zum Wohle der Gemeinschaft. Wir haben hier keine falsche Sturköpfigkeit liegen, ja, also nicht dieses mit dem Kopf durch die Wand. Und ne, ich sag's immer wieder, das ist so ein Mensch, der fällt auch gerne mal auf den Boden und wundert sich hinterher, warum er nicht aufgefangen wurde, weil er unbedacht vorwärts gegangen ist. Hier haben wir aber Strategien drin liegen. Es kann jetzt auch für einen Menschen stehen. Ja, vielleicht gibt es Harmonie mit einem Menschen in deinem Leben. Vielleicht aber auch mit der göttlich-männlichen Seite in dir. Ja, auch das ist möglich. Wir klären es mal. Ist der Herrscher hier eine Person? Der Narr ist ein Ja. Ja, hier gibt es einen Start, einen Anfang, ein neues Abenteuer, eine neue Möglichkeit mit einer Person. Entweder auf beruflicher Ebene, weil du Dinge jetzt vielleicht auch anders siehst. Vielleicht ist es ein Mensch, der dich so ein bisschen beim Thema Ehrgeiz und Fleiß auf beruflicher Ebene, ne, getriggert hat. Dass du diesen Menschen jetzt einfach auch verstehst und feststellst, okay, gut, ich kann es mittlerweile akzeptieren, dass du so bist, wie du bist. Ja, das heißt nicht, dass du so wirst, um Gottes Willen, aber dass du diesen Menschen einfach besser verstehst und deswegen es in einen Neuanfang gehen kann. Vielleicht geht es aber auch um einen liebestechnischen Aspekt, ja, dass da einfach ein Start, ein neues Abenteuer ist mit einem Menschen, der dich natürlich auch irgendwo in der Vergangenheit hart getriggert hätte, vor dem wärst du wahrscheinlich relativ schnell weggelaufen. Jetzt sagst du dir aber, okay, ich stelle mich dem, weil du im Wandel bist. Weil du dir deine Optionen anschaust und sagst, probieren geht über studieren. Ja, man kann ja sehr lange über Dinge lamentieren, am Ende ist nichts bei rausgekommen, außer heiße Luft. Und damit schauen wir auf das Loslassen hier. Was darf denn hier beerdigt werden, begraben werden? Was darf begraben werden? Die harte Selbstkritik. Bewertung von dir, von anderen Menschen, ja, auch dir gegenüber von anderen Menschen, ne? Wenn Bewertung ungerechtfertigt stattfindet, dann darfst du das auch direkt abwiegeln und begraben, ja? Wenn du nicht um Kritik bittest, dann hat einfach jeder die Klappe zu halten, ja? Nur weil er der Meinung ist, du triggerst diesen Menschen, musst du dir noch lange keine Kritik gefallen lassen, weil Kritik sollte immer konstruktiv sein, einen weiterbringen. Alles andere ist einfach nur, ja, falscher Trotz, ja. Nee, also ich sehe das ja komplett anders als du, das stimmt nicht. Lass dich davon bitte nicht beirren, ja. Schmeiß es direkt in die Erde und mach was Nutzbares daraus. Und das erste Schwert auf dem Kopf ist auch überanalysieren. Immer wieder dieses ins Stocken geraten. Ach, mache ich jetzt wirklich das Richtige? Ja, es zeigt ihm auch das getrübte Urteilsvermögen an und so ein bisschen, ja, Scham, Verleugnung, Desinformation. Das Ding ist, wenn du unentschlossen bist in Angelegenheiten, dann recherchiere, ja, investiere diese Energie, um für dich Klarheit zu finden. Ja, um zu gucken, bist du wirklich auf dem richtigen Weg? Hast du alle Informationen, die notwendig sind, um vorwärts zu gehen? Recherche ist so ein unglaublich gutes Mittel, um selber auch Klarheit zu bekommen. Ja, und das zeigt letztendlich ja auch dein Interesse an einer Angelegenheit. Recherche kann natürlich auch im Zwischenmenschlichen eine Rolle spielen. Wenn du etwas nicht weißt, dann frage die Person, wenn dich etwas interessiert. Und dann schau mal in dich, ne? Deine Intuition, was sagt sie dir? Geht sie mit der Aussage der anderen Person konform?
Geht deine Intuition auch mit dir und deinen Gedanken konform? Wenn ja, dann stocke nicht. Gehe weiter. Der Page der Münzen zeigt hier eine neue Möglichkeit an. Gute Nachrichten. Die zeigt auch an, dass du wirklich gut vorbereitet und trainiert bist. Ja, du hast absolut gar keinen Grund, dich hier noch länger einzuigeln und ja, mit der Suche nach Heilung zu beschäftigen, wenn gar keine Heilung im Moment passieren kann. Wie gesagt, Heilung, dafür brauchen wir die Trigger im Außen, um einfach neue Entscheidungen treffen zu können, um Positives, das Negative aufwiegen lassen zu können. Der Page der Münzen stellt für den einen oder anderen jetzt in den kommenden Wochen eben auch diese neue Chance dar. Ja, wir haben es hier auch schon liegen gehabt, Geschäftsabschlüsse, die hier möglich sind und dementsprechend neue finanzielle Möglichkeiten, neue finanzielle Fülle reinbringen können. Mit dem Pagen der Münzen werden aber auch die Pläne jetzt verwirklicht. Das heißt, wenn du die Selbstbewertung oder auch Bewertung von anderen rausnimmst, dich selber nicht mehr zu sehr kritisierst, nicht versuchst mit einer sturen Taktik vorwärts zu gehen, sondern einfach strukturierter vorwärts zu gehen, auch dann können sich deine Pläne verwirklichen, weil das ist nun mal die Erdmagie. Ja? Was liegt denn oben drauf? Der Schwertkönig. Jetzt haben wir hier wieder ein Gegenüberliegen. Und die, die mir schon länger folgen, die wissen auch, dass ich Herrscher und Schwertkönig immer ganz gut zusammenpacken kann. Zumindest wenn es darum geht, dass beide einen sehr rationalen Verstand haben. Natürlich ist der eine mehr im Verstand und wir haben mit dem Herrscher ja auch Feuerenergie. Bei dem anderen ist es mehr die Seele, der Geist, das innere Feuer, was nach Wachstum strebt. Beim Schwertkönig ist es so, dass natürlich viel im Verstand stattfindet. Ja, Ursache und Wirkung, das objektive Betrachten von Dingen, vom eigenen Leben, von dem Leben anderer, ja, eine neutrale Energie vielleicht auch zu bekommen. Klar, egal wie, ob Herrscher oder Schwert-König-Energie, es heißt ja nicht, dass es unbedingt um ein Feuer- oder ein Luftzeichen sich handeln muss. Es sind einfach sehr präsente Energien und man muss auch bedenken, wenn hier ein Neuanfang mit einer Person ist, dann wirst du wahrscheinlich noch nicht so viel über die emotionale Tiefe dieses Menschen kennenlernen. Ja, deswegen zeigen sich diese Energien hier einfach auch noch nicht. Vielleicht wird es ja noch ein Kelchkönig, wer weiß das. Ja, oder es liegt außerhalb der Sichtweise oder der Sichtweite dieser Kartenlegung, was durchaus sein kann, weil 4 Wochen einfach für eine Kennenlernphase zu wenig sind, um dort schon mal irgendwie ja tiefere Gefühle erblicken zu lassen. Also Schwertkönig, durchaus hier auch eine unterstützende Energie, muss jetzt nicht unbedingt ein Partner, eine Partnerin sein, kann auch jemand aus der Familie sein, aus dem Freundeskreis, faktisch aber jemand, der wirklich harte, aber auch fundierte Ratschläge geben kann. Wie gesagt, Ursache und Wirkung, Dinge objektiv betrachten. Und man muss sagen, dieser Mensch spricht einfach auch immer faire Worte, egal ob sie dir passen oder nicht. Ja? Und in der Regel haben sie meistens recht. Das ist einfach so. Wir schauen auf dich. Du bist ja jetzt hier in der Öffnung, hast deine Schutzmauer abgelegt, ja? Und hast tatsächlich hier deinen alten Kelch auch geöffnet. Und da ist ziemlich viel Dreck drin. Das ist dir hier bewusst. 5 der Kelche sind Verlustängste, sind Schmerz, sind Trauer, Enttäuschung, Bedauern, Selbstmitleid. Ja. 5 der Kelche ist auch ja, Depression. Welcher Druck will rausgehen? Ne? Also man könnte fast schon sagen, durch die aufsteigenden Gase in dem Kelch war es eigentlich schon kurz davor zu platzen, zu zerbersten. Also irgendwann wäre sicherlich auch von alleine der Moment gekommen, wo einfach dieser Kelch zerstört worden wäre. Und dann hättest du de facto einen neuen Kelch kaufen, machen, wie auch immer müssen. Dieses gebrochene Herz und auch manchmal dieses Suhlen im Mitleid, im Selbstmitleid, ne, man tut sich einfach selber leid, ist sicherlich für einen kurzen Moment gar nicht verkehrt. Es ist aber nur dann nicht verkehrt, wenn man eine Lehre daraus zieht und sich bewusst wird, okay, was kann ich in Zukunft dafür tun, damit ich mich nicht mehr in Selbstmitleid ergeben muss, in dieser Verzweiflung, in dieser Hoffnungslosigkeit. Ja? Und das ist eben einfach auch wichtig, da zu hinterfragen, okay, wie ist es, oder auch zu reflektieren, wie ist es dazu gekommen, dass diese Energie noch in dir liegt, diese Angst vor Verlust,
vor emotionaler Fülle, die damit auch einhergeht, weil natürlich auch die eigene Öffnung, das eigene Ausleben der Gefühle mit so einer Energie nicht gelebt werden kann. Und um dann halt wirklich auch in die Tiefe zu gehen, was darf rausgehen? Hier dürfen alle Fässchen geleert werden. Du stehst hier an einem Horizont voller emotionaler Möglichkeiten. Und hier ist auch so ein Kelch umgedreht. Hier liegt ein Kelch, der leert sich. Hier ist noch ein Kelch, der steht, ne, mit zwei Fischchen drin. Hier hast du noch ein Kelch in der Hand. Leer machen. Wirklich leer machen, reinigen und dir auch deine Optionen anschauen. Was darf rausgenommen werden? Ich suche gerade. Ach da, dahinter ist der fünfte Kelch, die Schale. Weil letztendlich bietet es ja auch die Chance auf Heilung, ja, rauskommen aus der Dekadenz und damit auch die Option hier, ne, zwei der Kelche auch wieder voll ausleben zu können. Herzensentscheidung, Dualität, Hierophant. Hierophant, Stierenergie, die Erde. Und der Hierophant ist letztendlich auch schon der Hinweis, ja, auf Paradigmenwechsel. Wir haben es hier schon liegen in der einen Energie, ne, wo es auch darum geht, Dinge zu verändern. Und gerade in dem Moment, wo halt die zwischenmenschliche Komponente reinkommt, und das ist eben auch der Trigger, der Auslöser, den du brauchst, um dir deiner emotionalen Ängste bewusst zu werden, kann hier auch ein Wechsel stattfinden. Neue Sicherheit in dir, neues Vertrauen. Hierophant, eben auch der Hinweis, hey, hier kann eine Weiterentwicklung, eine Weiterbildung stattfinden. Ja. Wasser zur Erde und dementsprechend auch zurück in die Fruchtbarkeit. Stabkönig fällt raus. Hat sich auf meinem Schoß, hat sich hier so ein bisschen getreten, auf dem Schoß wieder richtig rumgedreht. Jetzt haben wir hier einen dynamischen, leidenschaftlichen, kreativen Visionär liegen. Grundsätzlich sind wir hier mit sehr reifen, erwachsenen Energien ausgestattet. Das kann jetzt durchaus ein und dieselbe Person sein. Es kann sich aber auch jeweils um unterschiedliche Personen handeln. Wie gesagt, hier vielleicht sogar auf dem arbeitstechnischen Aspekt, beziehungsweise auch hier Schwertkönig, ne, mit dem Pagen der Münzen, könnte auch eben das Thema Arbeit beinhalten. Jetzt haben wir hier aber definitiv den Stabkönig liegen. Jetzt haben wir hier Feuer, Erde, Wasser. Das heißt, wir haben Wärme, einen warmen, fruchtbaren Boden, auf dem natürlich Samen keimen können. Ja, hier ist keine Winterenergie, hier ist keine Kälte, hier ist keine Eiszeit, hier wird es warm. Und beim Stabkönig, man sagt ihm ja auch zu, das ist so der Mann des Lebens, beziehungsweise es kann natürlich auch die Frau des Lebens sein. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch dein ganzes restliches Leben an deiner Seite ist, sondern dass dieser Mensch einfach eine besondere Bewandtnis in deinem Leben hat, ja, die etwas aufzeigen möchte, was denn zur endgültigen Heilung auch deiner emotionalen Differenzen, Defizite beitragen kann. Der Stabkönig ist extrem willensstark, selbstbewusst, zeitlos und großzügig, wie gesagt, auch sehr reif und findet immer Lösungen, wenn es darum geht, an Ziele zu gelangen. Ja, das ist immer eine ganz gute Energie, auch klar gepaart mit dem Münzkönig, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, um vorwärts zu kommen. Manchmal muss man auch so ein bisschen das eigene Feld niederbrennen, um es nutzbar zu machen, weil es vielleicht einfach durch mangelnde Pflege mit Unkraut belegt ist. Natürlich gibt es auch viele andere Wege, ne? Wir sind jetzt hier rein metaphorisch in der Energie. Aber dann sagt er sich, ey, weißt du was, ich brenne jetzt einmal alles nieder, mach komplett neu. So, das ist so dieses Ding, hey, ich habe eine Idee, ja, meine Seele ist Feuer und Flamme, ich leg hier los, ich bin inspiriert. Dann kommt der Schwertkönig natürlich noch mit rein und sagt, ja, wir müssen es aber vorher abgrenzen, ne? Nicht, dass das Feuer überschlägt, deswegen ist es eine ganz gute Energie. Und wenn dann noch der Erdkönig, wollte ich gerade sagen, der Münzkönig reinkommt, dann sagt er, gut, wenn das so und so ist, dann haben wir wieder genug Nährstoffe für die Erde, können das und das anpflanzen, unsere Pflanzen wachsen kräftiger. Und wenn dann auch noch der Kelchkönig mit dazu kommt, ne? Die vierte Säule der Stabilität,
dann ist definitiv auch genügend sanfte Kraft da und ein sanftes Umsorgen dieser Angelegenheit, um daraus Fülle zu generieren. 44, 44. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Elemente in einem Menschen zusammenkommen. Die sind immer je nach Lebenssituation, ist mal ein bisschen mehr das eine präsenter, mal ein bisschen das andere präsenter. Darauf sollte man, das sollte man schon wissen, ne? Wir sind nicht immer alles zur gleichen Zeit. Mal sind wir mehr im Gefühl, mal mehr im Verstand. Und je nachdem, welches Thema gerade aktiv ist, ob es jetzt um die Finanzen, Beruf geht, ja, wo wir mehr in unserer Erdenergie drin sind, oder ob es mehr um das Männliche in uns geht oder das Weibliche, können wir natürlich auch mehr, auch als Frauen, als Könige rausfallen, beziehungsweise als Männer, auch als Königinnen rausfallen. Auch das ist eben möglich. Ja, also hier geht es in einen neuen Anfang, so könnte man das sagen. Vielleicht ist es auch das Feuer, was du brauchst, um deine alten Kelche auszukochen, damit sie wieder frisch sind. Wer weiß. Und damit kommen wir zu den Entscheidungen. Die Wege. Stabkönigin, ja guck mal an, wer lässt sich denn hier feuertechnisch anstecken? Stabkönigin ist zurück in ihrem eigenen Vertrauen. Und damit geht Mr. Plüsch raus und zeigt dir, den Weg, den musst du jetzt alleine gehen. Wir deuten das jetzt einfach mal mit. Ja, er war die ganze Zeit hier, ne, hat dich beschützt, hat auf dich aufgepasst. Jetzt geht es aber darum, eine Entscheidung aus dir heraus zu fällen. Und die Stabkönigin, die ist in ihrer eigenen Sicherheit, in ihrer eigenen Wärme. Sie ist selber kreativ genug, um Lösungen zu finden, vertraut ihren Inspirationen, ist leidenschaftlich, ist mutig und entschlossen. Und da wären wir wieder, wie hier beim Anfang mit der Hohenpriesterin, eine vom Instinkt geleitete Person. Mhm. Was fällt denn hier noch? Der glückliche Wendepunkt. Und die verborgenen Talente zeigen sich. Das Rad des Schicksals. Schicksal. Ja. Was darfst du jetzt rausschicken und was wird damit auch zu dir geschickt? Rad des Schicksals. Hier liegt die Aufgabe drin. Der neue Lebensabschnitt, die neue Chance. Hier liegt auch mit dem Rad des Schicksals dein Wissen drin, dein Glück, dein Wohlstand, deine Sicherheit. Also geht es jetzt hier auch mit der 10 zurück zum Anfang auf einer höheren Ebene der Lebensspirale. Der Aufstieg durch Lektionen, altes Auflösen, das Chaos der Schöpfung. Und wenn dann auch noch die Fülle hier reingrätscht in materieller Form und durch deine Inspiration hier, dir sogar noch verborgene Talente bewusst werden. Genau dann kannst du auch die Ernte einfahren, ja, die Früchte der harten Arbeit ernten, ein reiches Leben führen, ja, im inneren Frieden sein. Und das ist auch so ein erreichter Meilenstein. Allerdings nur aus deiner Entscheidung heraus, dass du in dein Vertrauen gehst, jetzt in der Situation, wie gesagt, gefühlt hier kurz vorm Steinbock-Vollmond, dich dafür entscheidest, in die Fülle zu gehen und nicht mehr hier in der Isolation zu leben, dich nicht mehr deinen unendlichen Möglichkeiten zu verwehren und in der Hoffnungslosigkeit und im Selbstmitleid zu versinken und nur noch das Schlechte im Leben zu sehen. Du entscheidest dich dafür. Weil letztendlich ist das ja die Fülle, die bei dir dann auch bleibt. Das ist nicht von der Fülle abhängig, die irgendwie von einer anderen Person in dein Leben gebracht wird. Das ist deine eigene Fülle. Du hast dich für die Fülle entschieden. Du hast den Raum geschaffen für die Fülle. Hast deine alten Kelche hier mit Unterstützung gereinigt. Aber du füllst jetzt wieder selber deine Kelche. Und das ist die Unabhängigkeit, die du einfach auch brauchst. Heißt es, dass in Zukunft keine schlechten Dinge mehr passieren werden oder negative Sachen? Nein. Ja, die werden immer wieder kommen. Weil das ganze Leben Balance ist. Ja. Aber hier, dieses Thema, was auch immer dich hier, ja, aus dem Leben geworfen hat, aus der Bahn geworfen hat, das wird abgelöst.
Und damit schauen wir auf das Herzlein. Die drei der Münzen. Zum einen steht es für die Ausbildung, für die Weiterbildung und das Zusammenkommen aller deiner Elemente. Also das, was ich vorhin noch angesprochen hatte. Ich musste dann lustigerweise auch an die drei der Münzen denken. Jetzt fällt sie halt auch raus. Dich qualifizieren, ja, dich weiterbilden, ein Gleichgewicht schaffen zwischen deiner Inspiration, zwischen deinen Ressourcen, zwischen deinen Fähigkeiten und letztendlich auch die durchdachte Planung und auch Umsetzung, ja. Wertschätzung. Wertschätzung auch dir selbst gegenüber. Wertschätzung auch von anderen annehmen können. Wenn dir jemand sagt, hey, I love your stuff. Ja, ich liebe deine Designs. Dass du es auch annimmst. Weil das ist Wertschätzung. Genauso kann es aber auch sein, in der zwischenmenschlichen Komponente, man sieht es hier auch auf der Karte ganz schön, ja, die Stärken und die Schwächen herausfinden. Natürlich haben wir jetzt hier das klassische Bild, der Mann trägt die Frau und die Frau zeichnet hier ihre Symbole an die Wand. Das geht natürlich auch andersrum. Wenn du als Frau super bohren kannst und dein Mann kann es nicht, dann ist das genauso damit gemeint. Ja, ihr tragt euch gegenseitig für ein gemeinsames Ziel. Kennenlernen. Kennenlernen ist angezeigt. Lustigerweise ist auch gerade der Kelchkönig hier auf der Unterseite. Die Zehnermünzen, Integration und Verwirklichung, und das ist eben auch die Fülle, die letztendlich dein Herz wieder erfüllt. Du tust deinen Teil dazu bei, um in der Gemeinschaft präsent zu sein, ja, dein Beitrag zur Welt. Du integrierst dich, deine Fähigkeiten auch in dir selbst. Ja, und damit kannst du hier wirklich in den Überfluss, in die Stabilität gehen. Und auch hier wieder der Zehn, die Zehn, ja. Stabilität, Hingabe, Abschluss, also voller Abschluss, um dann wieder neu durchstarten zu können mit einer neuen Angelegenheit. Ja, Neun der Münzen, Zehn der Münzen. Und damit haben wir wieder das Thema Meilenstein. Meilenstein, Meilenstein. Guck mal, da kommen ganz, ganz viele Meilensteine. Die hast du wahrscheinlich vorher ellenlang vor dir hergeschoben. Auf einmal kommen sie alle auf einmal. Auf einmal kommen sie alle auf einmal. Ja, wisst ihr Bescheid. Und vier der Stäbe, das ist Offenheit. Ja, das ist das Einbringen deiner eigenen Identität in die Welt. Der Mensch, der du wirklich bist. Ja. Egal, ob du großzügig bist, ob du eher zurückhaltend bist, ob du sparsam bist, whatever. Ja, ob du kreativ bist, ob du eine Leseratte bist, ob du weiß der Geier was bist. Ja, das, was du bist, bringst du wieder in die Gemeinschaft ein und damit tust du auch deinen Teil. Es geht darum, der Mensch zu sein, der du bist und auch hinter diesen Menschen selber zu stehen. Nicht von anderen Menschen abhängig zu sein und damit immer wieder in den Verlust zu gehen, sobald sich diese Menschen aus deinem Leben verabschieden. Ja, beherrsche deinen Raum, beherrsche dein eigenes Universum. Und die Vier der Stäbe zeigt eben einfach auch hier diesen Grund zum Feiern, die Geselligkeit, ja, dieses sich wieder wohlfühlen, auch in der Gemeinschaft. Stabilität in deinem eigenen Haus, aber auch Stabilität in deinen Beziehungen. Egal, ob es um Freunde geht, um Familie, um die Liebespartnerschaften, ja. Hier zeigt sich die neue Stabilität. Vier der Stäbe, vier Säulen, auf denen du aufbauen kannst. Und das ist dann mit Sicherheit dann auch eine neue Energie oder ein neuer Hinweis. Schon mal auf den Steinbock-Vollmond, ja, Stabilität aufbauen. Ich bin gespannt, was sich dann dort zeigt. Aber bis dahin haben wir jetzt erstmal noch 4 Wochen Ruhe. Na, ich sage ja mal, Steinbock ist der Schattenspiegel. Wenn Steinböcke etwas können, dann ist es, anderen Menschen ja, die eigenen Wunden vor die Nase zu halten. Möchte man gar nicht meinen. Natürlich sind Steinböcke selber auch nicht ganz ohne. Aber sie müssen es halt auch irgendwo sein, weil sonst würden wir nicht getriggert werden. Gibt es eigentlich schon mal jemanden, der Steinbock war, mit dem Steinbock eine Beziehung hatte und wie ging es aus? Würde mich jetzt echt mal interessieren, weil wenn so zwei Schattenspiegel aufeinandertreffen, also ich kenne jetzt tatsächlich kein Pärchen aus meinem Leben, wo beide Steinbock sind.
Ich weiß aber, dass Steinböcke mir in meiner Vergangenheit auch immer meine Defizite aufgezeigt haben. Auch wenn ich selber wusste, sie haben selber Defizite, aber meistens waren deren Defizite auch immer meine Defizite. Deswegen, ich bin Steinböcken unglaublich dankbar für ihre Trigger. Tatsächlich, auch wenn sie es nicht wissen. Alle Steinböcke in meinem Leben dürfen es jetzt wissen. Auch wenn sie es nicht wissen. Und ich mit einigen natürlich auch gar keinen Kontakt mehr habe, weil das schon Jahrzehnte her ist. Um Gottes Willen. Klingt auch schon, als wäre ich altbackend, ne? Ich bin erst 41, nein, 29 plus. Ihr lieben Liebenden, ich mache fertig. Es ist wie erwartet eine tatsächlich auch anstrengende Energie. Aber das ist halt auch der Schütze. Ne? Der Schütze fokussiert rein, fokussiert wieder raus, fokussiert rein, fokussiert wieder raus. Ne? Es ist manchmal anstrengend. Auch anstrengend, selber ein Schütze zu sein. Ich habe den Schützen dreimal in meiner Geburtschart drin. Ich kenne einige Schützen und ich weiß, dass sie sich manchmal auch selber ein bisschen schwer tun. Ne? Aber das sind halt auch einfach die Energien. Jeder hat seine Lebensaufgabe und hier möchte jetzt auch etwas sehr, sehr Schönes gemeistert werden, aber mit einem wundervollen Ausgang und einem perfekt gepflügten Acker für den Steinbock-Vollmond. Ich mag's. Wenn du es nicht gemocht hast, ist es auch okay. Ich kann damit leben. Ja, da bin ich nicht traurig drum. Sage aber trotzdem Dankeschön an dieser Stelle, wie gewohnt, fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs eventuell auch Kommentieren. Und falls du mehr von mir sehen möchtest, dann lass mir auch gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mein Kanal auch. Und ja, wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall wieder zur Tagesbotschaft für den Freitag, ihr lieben Liebenden. Bis später.